Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Lecker, so ein Löffel Honig. Aber haben Sie schon mal drüber nachgedacht, wie viel Arbeit da drin steckt? Für ein Kilo Honig, das sind zwei von diesen Gläsern hier, da muss ein Bienenvolk rund 10 Millionen Blüten besuchen und eine Strecke zurücklegen, die ungefähr 6-mal um die Erde führt. Also so habe ich das zumindest nachgelesen hier auf dem Büschelberger Bienenlehrpfad. Auf den knapp 5 Kilometern durch Streuobstwiesen und den Bienenwald, immer dem Schild mit dem kleinen Honigbären nach. Da gibt es noch viele andere faszinierende Infos dazu, was Bienen so besonders macht und weshalb sie für die Natur so wichtig sind. Diese leckeren Kirschen hier oder all die Äpfel, die auf den Streuobstwiesen wachsen, die wird es zum Beispiel ohne die Bienen gar nicht geben. Ganz viele Pflanzen sind für die Bildung von ihren Früchten und Samen von der Bestäubung durch Bienen abhängig. Wobei diese Aufgabe nicht allein die Honigbienen übernehmen. Insgesamt gibt es in unserer Gegend um die 500 verschiedene andere Bienenarten. Von diesen Wildbienen profitieren wir Menschen zwar nicht als Honigsammler, sie sind aber für die Bestäubung der Pflanzen eigentlich noch wichtiger. Mich erinnert das alles daran, wie wichtig es ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und den Blick für die vielen kleinen Wunder nicht zu verlieren, die um mich herum passieren. Etwas, was ich mir übrigens bei Jesus gut abschauen kann. Viele scheinbar alltäglichen kleinen Dinge, die waren für ihn ein Beispiel dafür, wie das ist mit Gott und mit der Welt, wie er sie will. Wichtig waren Jesus aber auch gerade die Menschen, die schon immer gern übersehen wurden. Zum Beispiel die Kinder, die Kranken oder diejenigen, die am Rand der Gesellschaft leben. Ich lade Sie ein, Ihre eigenen Entdeckungen zu machen. Sei es hier auf dem Büschelberger Bienenlehrpfad oder auch ganz einfach auf den Wegen, auf denen Sie in Ihrem Alltag unterwegs sind. Vielleicht fragen Sie sich ja einfach mal, wo möchte ich in der nächsten Woche mal genauer hinsehen? Wem möchte ich in der nächsten Woche mal Danke sagen für Ihren oder für seinen Einsatz? Und wem möchte ich einfach mal sagen, schön, dass es dich gibt. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.